Ricky Paulding, Per Günther, Alex King. Ja, ist was ganz Besonderes. Also der All-Star Day, der digitale All-Star Day, findet ja zum zweiten Mal statt. Und der wird eben im Zeichen stehen dieser drei Legenden, die ja jetzt alle drei ihre letzte Saison spielen. Bisschen Trash-Talk, bisschen zurückblicken auf die eigene Karriere. Es wird insgesamt vier Teams geben. Wir haben die drei Legenden erwähnt. Wir haben die Ricky Paulding All-Stars, wir haben die Alex King All-Stars und die Per Günther All-Stars und wir haben die All-Stars Community. Das heißt, wir brauchen bei unserem Draft natürlich auch eure Hilfe. Wir holen jetzt natürlich nach und nach die Legenden, die Team-Captains rein und los geht's mit Per Günther. Ich wusste nicht, dass heute Emt in Erdtönen das Memo war und hab freshe große Taschen, schöne Knopfleiste, ihr seht gut aus so. Hallo Alex, hörst du uns? Hey. Servus, wie geht's? Es sind ja drei. Kommt ja noch ein weiterer. Hello and welcome, Ricky Paulding. How are you? Dreh das Rad. Let's go. Who gets the first pick? Yes! Zu früh gefreut in Ulm. Zu früh gefreut. Yeah. Second pick goes to you, Ricky. Und jetzt kommt dein erster Pick. Los geht's. Mein erster Pick, PG, Point Guard. Demon Mallet, weil er mir Buckets gegeben hat. Okay. First pick, I pick my guy Chris Kramer. Chris Kramer, da haben wir ihn. Mit dem ersten Pick für die Per Günther All-Stars wird selektiert Will Clyburn. Will Clyburn. Oh. Will Clyburn. Yeah. Liebe Community, lieber Chat, jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt seid ihr gefragt. TJ Shorts ist bei uns gesetzt als Leading Vote Getter, der Spieler, der die meisten Stimmen und erhalten hat. Genau, und die folgenden Spieler sind die ersten. 30 Sekunden Zeit noch. Maodolo. Und auch damit können wir, glaube ich, sehr gut leben. Also vielen Dank, Community, habt ihr gut gemacht. Andi Obst. Also hat viele Qualitäten. Bierpong meisterhaft. Er wird auf jeden Fall das Dreierzeichen über seinem Kopf haben. The Great White Buffalo, Nathan Booth. Jordan Bryant würde ich gerne haben. Aus welchem Jahr kriege ich den jetzt? Sag mal so 2013, JD? Oder das mal. Ricky hat gerade Rashid Mahal-Basic gepickt. Trainerfrage. Trainiert die einfach. I need a defender. I need somebody to lock down. Quante Robertson. Tommy Mason Griffin ist mein nächster Pick. Ein Bully. Also der war klein, aber so richtig kräftiger Spieler, war schnell. Sehr, sehr guter Pick. Isaiah Swann kommt noch in mein Team. Isaiah Swann nochmal Firepower, einfach ein verrücktes Element. Ja, also auch abseits auf dem Feld und abseits des Feldes eine Legende. Oh, my next pick, I need some more Firepower. And that's Franz Massenet. Unser Freund Raymar Morgan wird sich noch zu meinem Team gesellen. Sollte es eng werden, dann macht er wieder ein bisschen Vaseline auf sein Knie und dann spielt er und dann zerstört er auch. Eine Legende. Okay. Eine wahre Legende in der BBL. Wer diesen Kerl nicht kennt, kennt Basketball nicht in der Bundesliga. Ich gehe mit dem Iceman, Wendell Alexis. Und damit stehen die Roster? Sind voll. Yep. Was kommt zuletzt? Die Coaches. Ich gehe mit Mike Koch. For me, I'm sticking with Oldenburg, so I'm going with Pedrek Krunic. Bei mir wird Jesus an der Seitenlinie stehen. Willst du den Pick kurz begründen? Naja, ich habe ja schon gesagt, bei uns wird Jesus an der Seitenlinie stehen. Okay, da muss man nichts weiter ergänzen. Okay, wer ist unser Coach und wieso? Thomas Issalo von Bonn wird natürlich der Coach dieses Jahr. Letztes Jahr, die letzten zwei Jahre super erfolgreich. Diese Erfolgsstory schreibt er einfach weiter und macht das Ding voll. Digitaler All-Star Day 2022 kann kommen. Durch eure persönlichen Geschichten nochmal. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt und freue mich extrem auf diese Partien. Also der digitale All-Star Day am 28. März 2022 schon mal vormerken. Da werden die vier Teams, die wir heute hier gedraftet haben, gegeneinander in einem Top 4 antreten. Es geht nur weiter mit Basketball, mit uns und mit euch. Jawohl. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace and love.